dem habe ich jetzt schon gesprochen. Nur mit der Frau, glaube ich. Dieses Dorf wurde auf einer felsigen Insel gebaut. Pure Tower ist das ikonische, das bekannte Gebäude dieser kleinen Stadt. Ist es jetzt ein Dorf oder eine Stadt? Ihr müsst euch schon entscheiden. Wo das Wasser herkam, ist eine natürliche Quelle mit die von großen Steinen umgeben ist. Oh Gott, jetzt ist komplett alles durcheinander hier. Ja, irgendeine Quelle mit Steinen ist da. Ich bin der Pokémon-Fanclub. Ich bin das Pokémon-Fanclub wichtigste Mitglied. Auch das klang scheiße, aber man kann den Satz kaum retten, wenn man ihn schon falsch anfängt, weil man nicht weiß, wie der Satz weiterging. Und hier geht es dann halt darum, dass man sich TM Rückkehr abholen kann. Das ist der TM Rückkehr-Typ, den kenne ich da auch. In der, also dem Haus war es schon, dann mal hier rein. Mein Freund und ich sind vor ein paar Wochen in diese Stadt gezogen oder ein Dorf. Ist es jetzt ein Dorf oder eine Stadt? Entscheidet euch. Diese Stadt ist ein friedlicher Ort, oder? Der redet auch was von den Geistern. Ja, die alten Menschen haben hier so viel schlaue Dinge zu sagen. Mein Bruder ist ein Prophet. So. Guck dir mal dieses Seepa an. Es ist das Seepa, das ich gestern gefangen habe, um meinen Geburtstag zu feiern. Aber ich würde es dir für ein Kindwurm, genau, Kindwurm heißt es, geben. Nee, willst du nicht? Nö. Braucht nicht noch mehr Drachen. Das wird ja später zu Seedraking. Haben wir hier so? Hier ist nichts weiter. Jetzt war ich überall sonst, oder? Glaube schon. Falls ich was übersehen habe, Pech gehabt. Aber ich denke, diesmal habe ich alles erwischt. Hey du! Was willst du? Niemand darf hier rein. Sieh mich nicht so an. Ich werde nicht gehen. Doch, das wirst du wohl müssen. Das war eine Anspielung auf Duke von Family Stories. Ja, dann wirst du wohl müssen. Ihr kennt sie doch sicherlich auch, diese Videos von Danny, Duke, Dominic Gregory, Marianne Klebs und so weiter und so weiter. Die Helden des Internets. Morcrow, das ist Kramorx, oder? Jo. Ah, es sagt mir guten Tag. Hallo. Aber Pikulent hat immer noch den besten Gruß. Servus. Ja. So fühlt es sich also an, wenn man dauerhaft geflincht wird. Aus Respekt werde ich jetzt nie wieder Windhose einsetzen. Ja, glaube nicht. Meine Tilo verliert das noch. Alter. Ich treffe. Ja, und das wäre so schnell vorbei gewesen. Wäre das schon nach der ersten Runde der Fall gewesen. Was? Wer bist du? 52 Poké-Dollar habe ich gerade mal bekommen für diesen Aufwand. Oh nein, wir werden angegriffen. Was passiert da bitte gerade? Ich habe gehört, dass ein Kind uns stoppen will. Das bist doch du. Könnte sein. Habt ihr coole Pokémon wieder? Nee, das ist doch nur ein dummes Pfiffchen. Das kann doch ja nicht. Die werden alle weggebritzelt. Sie immer denken, ja, ich drück jetzt mal. Jaula, das wird schon was sein, was mir hilft. Nö. Wie sieht's denn mit den Leveln der anderen aus? Hasi ist noch auf 14, aber gegen Kramps muss ich halt mit Magnetilo drin bleiben. Solange sich das nicht wiederholt von gerade eben, tut's tatsächlich nicht. Ja.
schafft das Hasi, ein Toxipee zu besiegen? Bestimmt. Ich finde es so witzig mit diesen anderen Rufen. Ich muss mir immer das Pokémon vorstellen, was es eigentlich ist. Also in dem Fall ja Samurzel. Alter! Quitten mal wieder. Danke, dass du jetzt auf Walzer geswitcht hast, denn ich möchte nicht unbedingt vergiftet werden. Aber hat das nicht Giftdorn wieder? Nee, weiß ich nicht. Vielleicht hat es das, aber es ist nicht ausgelöst worden. Ich kann mir da nie sicher sein. Ah, ich kann dich nicht aufhalten. Tauscht mal. Gastly Lick! Oh, die kämpfen hier angestrengt gegeneinander. Und klar, dass hier Nebulak auftaucht. Aber da hat Hasi keine Lust. Denn es ist, haltet euch fest, ein Angsthase! Ja, Entschuldigung. Nein, nicht schon wieder. So witzig der Ruf auch ist, aber wir müssen ihn nicht zweimal hintereinander hören. Hier ist was los. Was stand da gerade? Destory. Wer ist denn Tori? Die aus Victorious oder was? Aber die schreibt man mit I am Ende. Na, was kennt ihr so für Nickelodeon-Serien? Aber jetzt heißt der Sender ja wieder Nick, oder? Schon wieder so ein krasses Thema. Ach, du bist kein Mitglied von Team Mirage? Es gibt ja dieses Gerücht oder so ähnlich, dass Dan Schneider ein Fußfetischist ist, weil so viele Fußszenen in seinen Serien vorkommen. Und ja, wenn man sich das so ansieht, kommt man sehr schnell auf diesen Gedanken. Na, Mauzi, bist du auch ein Fußfetischist? Ich glaube, du möchtest mit mir einen Wrestling-Finisher. Ja, das ist der Running Gag der Session. Nachdem ich das einmal in der ersten Folge dieser Session angesprochen habe, zieht es sich durch wie ein roter Faden. Schon wieder ein Pfiffchen. Ich wollte fast Hunduster sagen, aber glücklicherweise habe ich mir angewöhnt, nicht mehr so schnell zu sprechen und mir erstmal Gedanken zu machen, was ich sagen will, sodass ich mich nicht mehr so oft verspreche wie früher. Ich muss sagen, das fällt in dieser Session auf, wie wenig ich mich verspreche. Weil ich nicht mehr so überhastet rede, sondern viel mehr darüber nachdenke, was ich sagen möchte. Das macht mich doch sehr glücklich. Das wertet die Session schon auf, wenn ich nicht mehr so oft über irgendwelche Wörter stolpere. Makaber ja. Das ist makaber, das Makaber ja. Ihr habt da auch viel Spaß. Ich finde es interessant, wie viele verschiedene Trainerklassen gegen diese Leute antreten von Team Mirage. Ich kann nicht raus. Wieso wollte ich gerade überhaupt spulen? Ich wusste ja nicht, was mich erwartet. Ich kann gar nicht raus. Dann haben wir ein Problem. Dann haben wir jetzt ein großes Problem. Viel Spaß dabei, Hasi zu töten. Denn ich habe keine Attacken, die einem Geist-Pokémon Schaden zufügen. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Greif mich doch an. Danke. Der Brand hilft mir. Ich komme generell nicht mehr raus jetzt. Boah, das könnte ekelhaft sein. Hoffentlich kommen jetzt nicht noch mehr davon. Wer ist denn jetzt vorne gerade? Magnetilo, das angeschlagen ist. Egal. Geh nach Hause. Und es ist ein Doppelkampf. Das bedeutet, mein Mollung nimmt ebenfalls teil. Dann fühlt es sich nicht so ausgegrenzt, weil Magnetilo die ganze Zeit gekämpft hat. Irgendwas, was mir gefährlich werden könnte? Nee, glaub nicht. Wer bekommt was ab? Du das und... ich konzentriere mich vielleicht auf eins. Ich musste kurz aufstoßen, das hat man mitbekommen. Es war unvermeidbar. Diesmal handelte es sich nicht um einen Versprecher,
sondern dass meine Körperfunktionen versagt haben. Sonic Boom. Nicht das Heftigste, was man haben kann, aber besser als Tackle wahrscheinlich. Und noch ein Zubat. Na, da ist ja schon klar, worauf ich gehe mit Donnerschock. Das und das. Das wird doch wohl hoffentlich reichen, oder? Obwohl, es ist nur ein Level Unterschied. Ich bin mir nicht so sicher. Aber es reicht, man sollte Magnetile nicht unterschätzen. Es ist ziemlich cool drauf. Jetzt ist nur noch ein Pokémon von denen auf dem Feld. Wie traurig. Was ist noch so ein Standard-Pokémon von dem? Ah, Glibunkel, ja. Dann haben wir wohl alle von denen durch, die sie so gerne einsetzen, oder? Es sei denn, jemand möchte mal was ganz Heftiges einsetzen. Sowas wie Brutalander oder was. Ich würde es dem Heck zutrauen, dass der Boss gleich gegen mich kämpft und dann Brutalander hat. Warum nicht, wenn wir schon gegen Porygon Z kämpfen mussten in der ersten Arena? Versuch nicht, unsere Vorstände herauszufordern. Du kannst sie nicht besiegen. Das wollen wir erstmal sehen. Erstmal haben wir das Vergnügen. Ah ja, Kramus setzen sie auch gerne ein, das stimmt. Verfolgung? Das reicht auch so aus, ich muss nicht mal raus. So langsam gehen mir die Ressourcen aus. Ob ich jetzt zu Schwester Joy muss oder ob ich das Feuer noch schaffe, alles hier. Das ist die große Frage. Wobei, ich bin ja schon in der Stadt gewesen oder in einem Dorf. Man weiß immer noch nicht, ob es eine Stadt oder ein Dorf ist. Und da kann ich mich heilen. Ich habe ja schon wieder einen Out erreicht mittlerweile. Smog. Ist aber meiner Ansicht nach schlechter als Poison Gas, weil bei Poison Gas zumindest die sichere Chance. Es ist nicht mal eine Chance, es ist sicher, dass ich damit vergifte. Snibbel. Ja, ja. Ich mach doch schon. Genau, das war nämlich Verhöhner und nicht Folterknecht. Ich habe erst überlegt, welche von beiden Attacken das ist. Was ist Folterknecht denn nochmal auf Englisch? Wüsste ich jetzt gar nicht mal unbedingt. Nö. Keine Ahnung. Das wirst du bereuen. Oh, ich wollte noch gar nicht hier rein. Schlecht. Es bedeutet wahrscheinlich, dass ich jetzt gerade den Bosskampf getriggert habe. Oh nein. Ja, ich lese das durch, was die da gerade sagen. Ich kann sogar was selber sagen. Also ich bin überrascht, dass der Protagonist redet. Was, du musst Dränki sein. Wir werden dich jetzt aufhalten. Dränki, gib mir eine Hand. Ach, wir kämpfen mit jemandem von denen? Oh nein. Was? Ich darf mir das aussuchen? Oh, eigentlich möchte ich gegen beide kämpfen. Aber ich will Katai herausfordern, weil die schon so oft genervt hat. Okay, wir durften uns das aussuchen. Katai. Wenn ich verkacken sollte, nehme ich bei der nächsten Runde den anderen. Gut, das ist noch machbar. Wir kämpfen übrigens doch nicht Seite an Seite mit jemandem, also zumindest nicht in einem Doppelkampf. Das ist schade. Crit. Tja, geil. Die Level steigen übrigens drastisch an, also 18 ist kein Zuckerschlecken. Oh, und ein Vipitis. Ich habe erst an Evoserp gedacht, aber
Was habe ich vorhin schon gesagt? Ich überlege vorher, bevor ich es ausspreche. Das Level und mein Schaden. Das ist schlecht. Das könnte eine Niederlage werden, falls ich jetzt nicht gut bin. Ich befürchte Schlimmes. Ich befürchte sehr Schlimmes. Das dürfte sehr schwer zu gewinnen sein jetzt. Jetzt wird auch noch meine Verteidigung ins Bodenlose gesenkt. Oh nein. Sie benutzt keinen Trank. Bitte, bitte, bitte reich aus, bitte reich aus. Scheiße. Damn. Das war billig. Die stärkste Attacke hat sie sich extra aufgehoben, weißt du? Um mich dann komplett zu verarschen damit. Hier ist nicht mal ein Markt, oder? Also ihr müsst euch fortan wirklich nur noch Dorf nennen. Ihr könnt keine Stadt sein ohne Markt.